hier in Berlin beim Aaron Frauenlauf dabei, als neue Geschäftsführerin von Aaron Deutschland. Wie ist Ihr Eindruck? Hallo, ich freue mich sehr, dass ich kann in diesem einen schönen Tag mit Ihnen hier sein. Und das war ein really, shall I speak in English? Das war ein ganz besonderes Event. Ich bin sehr gerne bei 5 Kilometer mitgelaufen und das war sehr, sehr special für mich. Vielen Frauen, vielen Energy und das alles für eine gute Sache. Und dazu muss man sagen, Nina, seit Mitte März in Deutschland hat da erst angefangen richtig mit dem Deutsch lernen. Deshalb skippen wir jetzt auch ins Englische, aber die ersten Worte waren schon großartig, Nina. Das ist jedes Jahr wieder beeindruckend, was wir hier sehen. Da hast du wirklich recht. Die gute Sache wurde schon angesprochen. Warum engagiert sich ein Kosmetikunternehmen wie Avon gegen Brustkrebs, ist die Frage, und das schon seit so vielen Jahren. Nina, it's impressive each year, for you the first year, to see a lot of women running against breast cancer. What's the reason Avon is engaging in this stuff for so many years? Thank you. So Avon is a company for a woman, and with our beauty product and with our business opportunity, we are aiming all our activities to the women. Of course, we are committed for many, many years to the better of the women, and we are really committed to the fight against the cancer. This is underlined in our new initiatives, which is called Stand for Her. Stand for Her ist ein Projekt, ein neues Projekt. Was hat es damit auf sich? Ihr seid ein Unternehmen für Frauen, das hattest du gesagt, sowohl die Produkte als auch die Beschäftigungsmöglichkeiten, denn unheimlich viele Frauen deutschlandweit und weltweit sind bei Avon beschäftigt. Aber was steht hinter diesem Stand for Project? Nina, what's about Stand for Her? Okay, Stand for Her is a project that has been launched in Avon last year, and it is about making life of a woman better. We are doing it through three main focuses. One is to enable and secure better financial and economic independence of the woman. The other is to create communities for the woman where they can feel belong. And of course, we want women to feel safe and healthy. And this is underlined in our activities like this one, to fight the cancer and to fight against home violence. Ich fasse es nochmal kurz zusammen für diejenigen, die nicht so fluently im Englisch sind. Stand for Her hat drei Schwerpunkte. Das eine ist, die wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen zu fördern. Das andere natürlich, die starke Gemeinschaft für Frauen zu schaffen und vor allen Dingen diesen ein sicheres und gesundes Leben zu ermöglichen. Ich glaube, eine ganz, ganz großartige Sache. Auch wenn wir heute für den oder gegen den Brustkrebs laufen, ist es vor allen Dingen eine Sache, die Frauen zu stärken, nicht nur auf dem Gebiet im Kampf gegen Brustkrebs. Großartig. Nina, Sie sind nicht alleine auf die Bühne gekommen, Sie haben noch jemanden mitgebracht und diesen Gast bitte ich recht herzlich zu begrüßen. Genau wie die Geschäftsführerin von Avon Deutschland ist sie auch über die 5 Kilometer ohne die Zeitmessung gelaufen. Valentina Pade begrüßen wir recht herzlich bei uns. Grüß dich nochmal. GZS, der Schauspielerin, Sängerin, in den letzten zwei Jahren auch bei Holiday on Ice unterwegs und hier schon zum dritten Mal in Berlin beim Avon Frauenlauf. Wie fühlt sich das an für dich? Wie war es heute auf der Strecke? Also für mich ist es immer eine sehr, sehr große Ehre, beim Avon Frauenlauf dabei sein zu dürfen, denn wir alle gemeinsam laufen eben gegen den Brustkrebs. Egal wie viel man nebenbei noch macht, ob es jetzt die Schauspielerei in meinem Fall ist und viele Reisen und viele Events, ist das einer der wichtigsten im Jahr für mich, denn wir laufen alle gemeinsam zusammen eben für ein Thema, was total wichtig ist, dass man sehr früh damit anfängt, darauf aufmerksam zu machen. Deshalb bin ich auch so stolz darauf, dass so viele junge Mädels auch gekommen sind. Und hier spielt eben Alter keine Rolle. Wir laufen alle zusammen und das haben wir zwei zum Beispiel auch gemacht, ohne Zeitmessung, den 5-Kilometer-Lauf. Und es war einfach wunderschön zu sehen, dass wieder so viele gekommen sind, auch von überall. Großartig. Du bist gleich noch vorne am Start unterwegs und dahin wollen wir dich auch entlassen. Dann gibt es den Startschuss über die 10 Kilometer. Danke aber an dieser Stelle, Valentina Pade, heute mitgelaufen und vor allen Dingen auch mit unterstützt die gute Sache in diesem Fall. Nina, der Lauf steht ja unter dem Motto Laufen gegen den Brustkrebs. Was macht Avon da genau? Nina, the whole race is on the one slogan, running against breast cancer. What is the job for Avon on this position?
Okay, Avon is obviously committing many activities against the breast cancer. Over the years, Avon has collected donations of more than $1 billion worldwide, and we are collecting this money and donating to the organizations that they can fight the cancer projects, organizations, and only in Germany, we have collected from 2002, $2.3 million, which we donated to such organizations. Avon is the largest single sponsor for the fight against the breast cancer in the world, and we are really, really proud of that. We thank everybody who is buying our products that we can donate this money to the organizations. Ich mache eine kurze Übersetzung. Avon ist unglaublich stolz, seit so vielen Jahren schon der größte Einzelsponsor, der Einzelpartner im Kampf gegen den Brustkrebs zu sein. Weltweit wurden schon über 1 Milliarde US-Dollar gesammelt, allein in Deutschland in den Jahren von 2002 an 2,3 Millionen Euro. Und die Aufgabe von Avon in diesem Bereich ist es, wirklich das Geld an die richtigen Stellen zu bringen, in Zusammenarbeit mit den Organisationen, wie jetzt hier in Berlin mit der Berliner Krebsgesellschaft, das wirklich an den Punkt zu bringen, wo es die Frauen, wo es die Organisationen im Kampf gegen den Brustkrebs gebrauchen. Vielen Dank dafür an Avon und vielen Dank an alle Frauen, die da mithelfen auf dem Weg dorthin. Wir haben noch etwas Besonderes mitgebracht und dazu bitte ich noch einen weiteren Herren hier auf die Bühne, und das ist Ralf Wagner. Er ist Fundraiser bei der Berliner Krebsgesellschaft, seit vielen, vielen Jahren auch bei uns natürlich dabei mit dem Thema. Ihr seid nicht nur unterwegs, wenn es in den Bereich geht, dass ihr den Spendencheck gleich empfangen werdet, ihr seid auch in der Aufklärung dabei. Und dementsprechend wollen wir zunächst einmal, bevor wir miteinander über das Thema sprechen, wohin das Geld geht, auch darauf hinweisen, dass wir jetzt die Übergabe stattfinden lassen. Nina. €25.000 aus den Händen der Geschäftsführerin von Avon Deutschland an die Berliner Krebsgesellschaft. Jeweils 1 Euro kam über die Teilnehmerbeiträge von den erwachsenen Läuferinnen. Das sind roundabout 13.000 €. Denn der Rest sind Schülerinnen, von denen wir diesen Bereich, diese Spende nicht annehmen. Und 13.000 € plus 12.000 macht 25.000. Ich sehe hier einen glücklichen Ralf Wagner. Herr Wagner, großartig, wieder etwas in den Händen zu halten, womit Sie und Ihre Organisation, die Berliner Krebsgesellschaft, gute Dinge tun können. Ja, richtig. Also vielen herzlichen Dank an Avon. Erst noch einmal, wir sind sehr froh, hier bei dem Avon Frauenlauf Charity Partner sein zu können, denn wir unterstützen ja die Brustkrebsbetroffenen in Berlin jeden Tag. Und es ist für uns besonders wichtig, diese Spendengelder zu erhalten, und sie fließen direkt in die Beratung der Krebspatientinnen und auch von ihren Angehörigen und ihren Kindern durch unsere Psychologinnen und Psychologen, die speziell für das Thema Krebs ausgebildet sind. Jetzt wissen wir, wohin das Geld geht. Wir haben vorhin schon von einem Härtefonds gesprochen, auch wo das direkt hereingeht. Wir haben eben von Psychologen gesprochen. Spenden werden also dort eingesetzt, direkt an der Quelle. Was können wir alle noch beitragen? Wie kann das noch ein Stückchen mehr werden? 25.000 € sind viel Geld, aber es wird natürlich auch sehr, sehr viel benötigt, um noch weiter aktiv zu werden. Ja, das ist richtig. Also Sie hatten ja auch gerade den Härtefonds schon noch erwähnt. Das ist ein weiterer Zweck. Und Sie alle können natürlich dazu weiter beitragen, sich für Brustkrebsbetroffene in Berlin einzusetzen, indem Sie auf unsere Internetseite gehen, www.berliner-krebsgesellschaft.de/Frauenlauf, und da können Sie noch in den nächsten Tagen selber für Brustkrebsbetroffene hier in unserer Stadt spenden, und wir setzen die Gelder dann genau für diesen beiden Zwecke ein. Jetzt sind viele von den Frauen auch hier unterwegs, die sagen, ja, das ist toll, 1 Euro von meinem Teilnahmebeitrag geht also hier auf die 25.000 € ein. Ich tue was aktiv im Kampf gegen den Brustkrebs, das reicht mir aber noch nicht. Sie haben vor einigen Jahren begonnen, Charity-Teams zu gründen. Das sind immer mehr geworden, über die werden wir auch gleich nochmal sprechen, nur so ein kurzer Ansatz. Was tun diese Charity-Teams und was passiert da?
Ja, die Charity Teams, die sagen sich, wir wollen mehr tun, wir wollen selber Spenden sammeln für Brustkrebsbetroffene und wir machen eine Spendenaktion. Wir stellen da eine Spendenseite zur Verfügung. Und soll ich jetzt schon genauer erklären? Oder? Okay, genau, dann würde ich sagen, also die eigene Spendenaktion wird dann bekannt gemacht bei Kollegen, Freunden. Und auf diese Weise sieht man dann, wie viel die einzelnen Teams einnehmen bei ihrer Spendenaktion. Und alles fließt aber letztendlich dem Wohl von Brustkrebsbetroffenen zugute. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr über diese Gelder. Wir haben bisher über 17.000 Euro in diesem Jahr durch die Charity Teams an Spenden erhalten. Das ist ein großartiger Erfolg und wir sind auf diese Gelder wirklich angewiesen, um unsere Arbeit für die Krebsbetroffenen weiter anbieten zu können, um diese durchführen zu können. Darüber sprechen wir gleich noch mehr. An dieser Stelle bitte ich meinen Moderatorenkollegen Christian Hake zu uns oben auf die Bühne, weil ich werde mich gleich auf den Weg in Richtung Start machen. Und der Christian würde uns gleich nochmal gemeinsam mit dem Ralf Wagner, dem Fundraiser von der Berliner Krebsgesellschaft, etwas mehr das Thema der Charity-Teams näher bringen. Und wir werden auch noch eines der Charity-Teams kennenlernen und so ein Stück weit da die Hintergründe kennenlernen. An dieser Stelle, Herr Wagner, erstmal ganz, ganz großen Dank für Ihr Engagement mit der Berliner Krebsgesellschaft. Sie sind ein großartiger Partner für uns und genau der Richtige in Zusammenarbeit mit AWON im Kampf gegen den Brustkrebs. Gleich erfahren wir noch ein Stück weit mehr. Ich mache mich auf den Weg in Richtung Start, denn in einer Viertelstunde starten die 10-Kilometer-Läuferinnen und wir erfahren gemeinsam noch etwas mehr über das Thema der Charity Teams. Dankeschön an dieser Stelle. Robert, viel Freude, bis später. Ja, bis später.